Unser heutiger Besuch ist an der Marktgemeinde Dalheim. Ich sage immer das Monte Carlo von Wels und wir sprechen mit dem Bürgermeister Andreas Stockinger zur Situation, wie es der Wirtschaft geht, wie es dem Ehrenamt geht und wie auch die Sicherheitslage hier ist. Und braucht man viele freiwillige und ehrenamtliche Helfer in allen Situationen? Wie schaust du in Dalheim aus? Es beginnt natürlich bei unseren Einsatzeinheiten, bei der Feuerwehr und beim Roten Kreuz und geht über die ganzen Sportvereine, die eine hervorragende Jugendarbeit machen, mit dem Ehrenamt bis hin zur Musik. Trachtmusikkapelle sehr erfolgreich und die Chöre, die wir in Dalheim haben, die sprechen ja für sich. Sie sind in der glücklichen Lage, wie uns der Obmann der Wirtschaftskammer Wels-Land mitgeteilt hat, dass sie ja trotz Krise ein aufstrebender wirtschaftlicher Ort sind, wie gestern in der Wirtschaft. Es geht uns wirklich gut. Wir haben sehr gute Betriebe ansässig, die bauen geradeaus. Schwerpunkt im Vorjahr war die bessere öffentliche Erreichbarkeit unserer Betriebsbaugebiete. Und da haben wir federführend mit Fronius es geschafft, dass wir einen zusätzlichen Takt einziehen konnten, nicht nur zum Thalheimer Standort, sondern auch den Takt zwischen dem Welser Standort über Thalheim, Steinhaus bis Athlet. Es hat sich ja jetzt wieder ein Betrieb angemeldet und die Kommunalsteuer wird dann noch ein bisschen mehr in die Höhe steigen. Tatsächlich ist es so, dass im ersten Halbjahr noch ein Betrieb mit 150 Angestellten kommt, was uns alle natürlich sehr gut tut und was uns auch sehr freut. Wie sieht es in der Sicherheitslage aus? Wie sind Sie da zufrieden mit Ihrem Polizeiposten? Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eine Polizeiinspektion beherbergen dürfen, mit denen wir auch einen hervorragenden Kontakt pflegen, regelmäßige Treffen haben. Und das geht auch hin zu diesen sogenannten Softfacts, zum Beispiel der Radführerschein für die Kinder wird hervorragend abgewickelt. Wie ist so das Klima in der Gemeindestube? Alle Fraktionen können miteinander. Auch ich persönlich kann mit allen Fraktionen und das ist letztendlich wahrscheinlich der Hintergrund, dass das so gut funktioniert bei uns, weil wenn gestritten wird in einer Gemeinde, geht er weder für die Bevölkerung noch für die Betriebe, nur im Sport irgendwas weiter und wir pflegen da wirklich ein sehr respektvolles Miteinander. Bleiben wir kurz beim Sport. Sie haben beim Sportplatz, beim Tenniscenter, beim Fußballplatz jetzt einen neuen Gastronomen. Wenn man Glück hat, kriegt man einen Platz am Wochenende. Sind Sie da zufrieden? Wir sind sehr zufrieden. Im speziellen Fall wird da angesprochen das italienische Restaurant Rustica, das seit eineinhalb Jahren jetzt bei uns in der Tennishalle ist und eine sehr gute Ergänzung zur restlichen Gastronomie in Thalheim dasteht, die sich ja erstreckt über unser Gasthaus zur Kohlstadt, das übrigens dieser Tage 400-Jahr-Feier hat, über Ratner, über unseren Kirchenwirt Hubauer in Schauersberg und das wird ergänzt auch durch Delphi, ein griechisches Lokal, das überregional auch sehr bekannt ist und mehrere Anbieter von Pizza, von Kebab und auch das Schnitzelland ist bei uns beheimatet. Sie haben auch ein bekanntes Museum hier. Wie lebt das die Szene in Dalheim? Der Herr Kommerzialrat Angerlehner ist sehr rührig. Es finden immer wieder Vernissagen statt, vorzugsweise an einem Sonntagvormittag. Und das sichert auch einen guten Besuch. Was uns allerdings auch sehr wichtig ist bei diesem Museum, ist die Betreuung der Jugendlichen und Kinder, speziell in den Ferien, durch diese Workshops, die im Museum stattfinden mit geschultem Personal und die unsere Jungen langsam an die Kunst heranführen sollen. Sie haben jetzt gesprochen über die Betreuung von Jugendlichen. Wenn man vom Museum ein Stück in die andere Richtung geht, gibt es ein Seniorenheim. Auch da wird die Betreuung von Wels aus sehr gelobt. Auch in Wels ist die Betreuung durch die Frau Vizebürgermeister Rackelmühl-Berger sehr gut. Fahren Sie da auf einer gemeinsamen guten Schiene? Wir fahren auf einer guten Schiene, aber die Gemeinsamkeit ist da enden wollend, weil es ja bezirksweise passiert. Natürlich stehen wir im Austausch und helfen uns gegenseitig aus, wenn einmal Not am Mann, Not an der Frau ist. Ansonsten sind wir natürlich sehr zufrieden, auch dass wir überhaupt ein Alten- und Seniorenheim haben. Unsere Betreuer sind bestens geschult und auch motiviert und wir haben ja nicht diese Menge an Leerständen, die es in anderen Heimen gibt. Ein großer Wunsch für mich wäre noch die Tagesbetreuung für Senioren, um pflegende Angehörige nicht nur zu entlasten, sondern auch ihnen zu ermöglichen, ihrer gewohnten Arbeit nachzugehen. Und im Achtrenk haben wir da schon eine Probe, einen Versuch, der funktioniert sehr gut und wir haben vor, dass wir das auch auf die anderen Bezirksaltersheime ausdehnen. Ostern steht jetzt kurz vor der Tür.
Welchen Osterwunsch hat ein Bürgermeister einer Marktgemeinde in der Nähe von Wels? Eigentlich nur, dass es so bleibt, wie es ist. Vor allem das Klima in der Gemeinde soll so bleiben, das Miteinander, das herrscht. Einen Wunsch habe ich tatsächlich. Überdimensional beschäftigt sind wir leider mit Hundehaltern, die sich nicht an die Gesetze und auch nicht an die Spielregeln halten. Wie gesagt, ich schimpfe ganz sicher nicht über Hunde, im Gegenteil, ich mag Hunde, aber ich mag etliche Hundehalter nicht, die sich einfach darüber hinwegsetzen und denen das schlicht und einfach egal ist, wie man miteinander umgehen soll und die auch völlig ignorieren, dass es auch Menschen gibt, die sich fürchten vor Hunden. Das war unser Gespräch mit der Muster Marktgemeinde Dahlheim, und mit den Aktivitäten dieses Bürgermeisters kann man sicher sein, dass diese Gemeinde nicht auf den Hund kommt.